Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich von Yeelight zwei Nachttischlampen hier, was die Lampe namens Staria besonders macht, was sie kann, was sie für Features besitzt. All das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Als allererstes möchte ich mich recht herzlich bei Yeelight bedanken. Die haben mir nämlich freundlicherweise die beiden Lampen zum Test zur Verfügung gestellt. Als allererstes möchte ich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, und zwar geht es um die Marke Yeelight selbst. Und zwar handelt es sich dabei mittlerweile um einen deutschen Vertrieb. Viele denken bei Yeelight sofort immer an Xiaomi. Das wird oft in einem Satz verwendet. Das nicht ohne Grund. Zu Beginn hat auch Yeelight damals für Xiaomi Lampen hergestellt. Ähnliches kennen wir auch von Roborock und all den Saugrobotern und unterschiedlichen Produkten. Die haben alle mal irgendwie mit Xiaomi zusammengehangen, aber mittlerweile ist Yeelight auch hier in Deutschland ansässig als GmbH. Bedeutet für euch also, ihr könnt zum einen die Lampen jetzt ohne Probleme direkt hier in Deutschland erwerben. Die Lampen haben auch automatisch CE-Kennzeichnung und alles, was ihr benötigt, damit ihr einfach die Lampe hier halt kaufen und auch nutzen könnt. Dementsprechend auch Garantie und so. Alles überhaupt keine Probleme. Klar, die Preise sind ein wenig höher, als wenn ihr die Lampe zum Beispiel irgendwo aus China herbezieht, aber denkt halt daran, Einfuhr ist hier schon mit eingerechnet und so weiter und so fort. So viel kurz zum Thema Yeelight. Was erwartet euch in dem heutigen Video? Wir schauen uns als allererstes kurz die technischen Daten an, dann schauen wir uns natürlich auch die Lampe etwas genauer im Detail an. Ich werde auf die Besonderheiten eingehen, ich werde euch zeigen, wie ich sie auch schon bei mir zu Hause im Einsatz habe. Ich habe sie nämlich bei mir wirklich als Nachttischlampe schon im Einsatz und bin wirklich happy mit den beiden Lampen, und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Starten wir direkt mit den technischen Daten der Yeelight Staria. Sie hat eine UVP von 89,99 Euro. Die Maße betragen 18 x 18 x 29,3 cm bei einem Gewicht von knapp 940 Gramm. Die Farbtemperatur ist einstellbar von 2700 bis 6000 Kelvin. Ebenso einstellbar ist der Lichtstrom. Dieser reicht von 35 bis 350 Lumen. Die Nennleistung liegt hier bei 20 Watt. Die Lebensdauer ist hier mit 25.000 Stunden bzw. 12.500 Schaltzyklen angegeben. Smart wird die Lampe, indem sie über das WLAN ins Netzwerk eingebunden wird. Gesteuert wird sie über die Yeelight App, alternativ auch über Sprachassistenten wie Amazon Alexa, den Google Assistant oder Siri. Als weiteres Feature besitzt die Lampe ein induktives Ladepad. Nachdem wir uns jetzt die technischen Daten bereits angeschaut haben, werfen wir doch mal einen Blick auf die Lampe selbst. Geliefert wird sie in diesem, auch wieder vom Wortlaut Xiaomi-typischen Aussehen. Aber nein, ich selbst muss mir das auch noch ein bisschen angewöhnen, dass das nicht immer alles, was mit Xiaomi zu tun hat. In der Yeelight-typischen Verpackung, ich hatte ja auch schon ein paar andere Lampen getestet, unter anderem die Esstischlampe, Crystal Pendant Light Lamp heißt die. Die gibt es auch übrigens schon mittlerweile von Yeelight in Deutschland. Auch meine Flurlampe ist von Yeelight, also ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Produkten und habe auch schon einige im Einsatz. Okay, was wird mitgeliefert? Eine Bedienungsanleitung, die sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ist. Also auch hier sehen wir direkt wieder, wir haben eine deutsche Anleitung. Dort steht alles drin, was ihr wissen müsst, auch wie man die Lampe bedient. Und hier ein Netzteil, was sehr schön ist. Man kann mit einer kleinen Drehbewegung das Ganze auch austauschen, aber es wird lediglich der deutsche Stecker hier mitgeliefert, aber das ist ja auch der Stecker, den wir benötigen. Und dann kann das einfach hier wieder dran gesteckt werden und umgedreht werden. Und hier haben wir halt eben den Stecker, der auf der Rückseite der Lampe montiert wird. Die Lampe selbst ist schlicht in Weiß. Wir haben hier einen Aluminium-eloxierten Stab. Ansonsten ist die Lampe aus Kunststoff. Was macht sie besonders? Was hat sie für Funktionen? Ich habe es vorhin schon gesagt. Wir haben hier auf der Unterseite ein induktives Ladepad. Der Lampenschirm ist aus Kunststoff. Auf der Unterseite leuchtet er. Und hier auch auf der Oberseite haben wir einen Ring, der auch noch mal ein bisschen nach oben abstrahlt. Ist sehr schön. Und wir können den Lampenschirm hier etwas kippen und neigen. Ansonsten haben wir auf der Unterseite einen Ein- und Ausschalter, das zeige ich euch gleich an der Lampe, da würde ich sagen, wechsle ich auch direkt rüber, mit dem ihr die unterschiedlichen Funktionen der Lampe auch nutzen könnt. Ich habe es aber auch gesagt, man kann die Lampe per App steuern, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, was die ganze Sache ein wenig komfortabler macht. Wir sehen jetzt, die Lampe ist in einem sehr kalten Weiß. Wenn wir das ändern wollen, halte ich einfach den Knopf hier gedrückt und das Licht wird automatisch wärmer. Wenn man den weiterhin länger
gedrückt hält, dimmt sich das Ganze auch. Allerdings, so wie ich das rausgefunden habe, ist dann immer nur der maximal gedimmte Modus in einem Warmweiß. Wenn man den Knopf dann wieder aufs Neue gedrückt hält, wird die Lampe heller, erst in einem Warmweiß und dann wechselt das Ganze auf voller Helligkeit ins Kaltweiß. Also, was ich nicht hingekriegt habe, ist es manuell, die Lampe kaltweiß wenig hell zu bekommen, wenn man das so sagen kann. Also ich drücke den Knopf wieder länger, wir sehen, die Lampe wird heller und jetzt geht das Ganze in ein Kaltweiß. Wenn ihr da mehr Funktionen einstellen wollt, dann macht ihr das über die App. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, so eine Art Timer-Funktion einzustellen. Da drückt ihr den Knopf einfach zweimal schnell, dann pulsiert das Ganze kurz und dann wird eure Timer-Funktion eingestellt, die ihr bei euch in der App angelegt habt. Ansonsten natürlich wird die Lampe ganz normal mit einem Knopfdruck an und wieder ausgeschaltet. Es wird immer das wieder hergerufen, was das letzte Mal eingespeichert wurde, aber auch da könnt ihr eure eigenen Szenen quasi in der App festlegen. Also wenn ihr wollt, dass die Lampe zum Beispiel mit einem warmweißen Ton startet oder mit 35% oder naja, mit irgendeiner anderen euch beliebigen Lichttemperatur oder Lichthelligkeit, dann könnt ihr das dort als Standard festlegen. Ansonsten haben wir hier auch noch eine LED verbaut, die wir jetzt im ausgeschalteten Zustand nicht sehen, aber wenn ihr euer Handy jetzt hier drauf legt, fängt die an zu blinken. Das ist ganz, ganz schwach zu erkennen und euer Handy wird jetzt geladen. Ich hatte es vorhin gesagt, induktive Ladestation und dementsprechend natürlich auf dem Nachttisch ganz praktisch, könnt ihr abends einfach euer Telefon auf dieses induktive Ladepad legen. Wenn die LED nicht leuchten sollte, dann, wie jetzt zum Beispiel, dann liegt das Handy nicht richtig drauf, also müsst ihr nachjustieren und jetzt leuchtet die LED wieder und dann wird das Handy geladen, bis es voll ist und wenn es voll ist, hört auch automatisch die Ladefunktion auf. Funktioniert sowohl im angeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand der Lampe und sagen wir mal ehrlich, das ist schon eigentlich ein recht ordentlicher Funktionsumfang für eine Lampe. Ich hatte es vorhin noch erwähnt, wir haben auf der Oberseite diesen Leuchtring, da drehe ich die Lampe nochmal um. Und sie ist, glaube ich, sehr ausgebrannt. Dementsprechend dimme ich das Ganze nochmal runter und hoffe, dass man das jetzt besser erkennen kann, dass hier nur auf der Oberseite dieser Ring jetzt hier leuchtet und dementsprechend ein wenig ja, warmweiß ist. Bei mir im Schlafzimmer, ihr habt schon gesehen, habe ich eine Schräge. Das strahlt dann nochmal so ein bisschen schön warm an die Oberseite ab. Also für mich auf jeden Fall die perfekte Nachttischlampe, gerade auch, weil ich den Lampenschirm hier wirklich nochmal anschrägen kann und das einfach so nochmal besser in die Schräge reinpasst. Die ich vorher da stehen hatte, die waren nochmal ein ganzes Stück höher. Dementsprechend kommt mir das auch zugute, dass die Nachttischlampe ein wenig flacher ist und ich sie so ein Stückchen weiter nach hinten stelle. Kann. Genau, so viel zur Lampe, den Funktionen. Ich würde sagen, wir werfen jetzt noch mal einen Blick in die App. Schauen wir uns jetzt mal die App an. Im Nachhinein komme ich dann kurz auf die Sprachsteuerung zu sprechen. Gesteuert wird das Ganze mit der Yeelight App. Eingebunden habe ich die beiden Lampen hier auf dem deutschen Server. Macht ja auch Sinn. Wir haben jetzt hier ein offiziell in Deutschland zugelassenes Produkt. Dementsprechend macht es absolut Sinn. Hat ohne Probleme funktioniert. Um die Lampe in den Kopplungsmodus zu versetzen, müsst ihr lediglich den Einschaltknopf gedrückt halten und dann die Lampe auf der Rückseite mit dem Netzstecker verbinden. Und schon wird das Ganze miteinander gekoppelt. Dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Im Anschluss werdet ihr gefragt, wie ihr die Lampe benennen möchtet. Da ist mir ein kleiner Punkt aufgefallen. Wenn der Name zu lang ist, dann wird es hinten abgehakt. In meinem Fall haben wir jetzt hier einmal Nachttischlampe links, also links für die linke Seite und einmal Nachttischlampe rechts. Also eigentlich rechts für die rechte Seite. Das ist an der Stelle ein bisschen blöd. Man möchte das Ganze ja hinterher per Sprache steuern. Dann müsst ihr einfach in meinem Fall bei Amazon Alexa nochmal die passenden Namen etwas ergänzen und dann halt wirklich rechts oder links sagen. Weil wenn ihr die Lampe dann hinterher per Sprache steuern wollt, müsst ihr natürlich den korrekten Namen sagen, weil sonst kommt es hier zur Irritation. Und ich habe das Ganze nochmal innerhalb Alexas in eine Gruppe gepackt, sodass halt einfach unter dem Namen Nachttischlampen, also Plural, eben beide Lampen mit einbegriffen oder inbegriffen sind. Gut, gehen wir jetzt wieder hier in die App. Wir sehen hier auf der Startseite einmal die beiden Geräte. Das sind jetzt in meinem Fall auf dem deutschen Server 2, weil die anderen beiden Lampen, von denen ich vorhin gesprochen habe, eben chinesische Versionen sind, hatte ich die damals auf dem chinesischen Server eingebunden. Das Ganze wird nochmal festgelegt in einem Raum. Wir sehen jetzt hier, dass in dem Raum zwei Lampen
hinterlegt sind, in meinem Fall Schlafzimmer. Über diesen Raum könnt ihr jetzt beide Lampen auch parallel steuern. Ihr seht es gerade, sie gehen jetzt beide aus. Und wenn ich sie hier wieder anschalte, gehen beide parallel an. Ihr könnt auch hier über den Regler jetzt quasi die Helligkeit selbst bestimmen. Momentan sind die Lampen kalt weiß bei 78%. Jetzt haben wir 100%. Ich habe in meinem Fall wirklich abends die Lampen extrem niedrig gedimmt, einfach weil, wenn ich ins Bett gehe, will ich kein grelles Licht haben, natürlich auch warm weiß, und dann macht das einfach den schönsten, die schönste Stimmung ist angenehm, man kommt ins Schlafzimmer und kann dann auch recht schnell schlafen. Szenen muss ich gestehen, ich selbst nutze überhaupt keine Szenen. Ich habe in meinem Schlafzimmer halt eben genau einmal eine Szene eingestellt, um halt eben mich aufs Schlafen gehen, ich sag mal, vorzubereiten, beziehungsweise so, wie ich das Licht haben möchte. Szenen können durchaus Sinn machen. Ihr könnt auch hier so Candlelight-Flickers anmachen. Das sehen wir jetzt gleich hier in den Einstellungen. Oder ein Sunset simulieren. Das wäre hier dieses Candlelight-Flicker, was ich erzählt habe. Das schummert so ein bisschen. Das ist vor allem, denke ich, dann interessant, wenn man die vielleicht irgendwie beim Kaminfeuer im Wohnzimmer abends stehen hat, oder auch das Kaltweiße ist vielleicht als Schreibtischlampe dann ganz interessant. Wenn man sie aber, wie in meinem Fall, als Schlafenslicht in Anführungsstrichen oder Nachttischlampe einrichtet, dann ist einfach so ein warmer Ton am schönsten. Auch hier haben wir jetzt nochmal in der einzelnen Lampeneinstellung quasi die Möglichkeit, die Helligkeit zu justieren. Und das Ganze halt auch einfach heller zu machen, eben hier die voreingestellten Funktionen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, selbst die Farbtemperatur auszuwählen. Wir können auf ein ganz warmweiß gehen. Das ist aber schon fast ein bisschen gelbstichig. Ich habe das nicht ganz so warmweiß eingestellt, so ungefähr auf der Temperatur. Das müsst ihr einfach bei euch zu Hause selbst herausfinden. Wenn alles weiß ist, dann kommen die Farben noch mal kräftiger zur Wirkung, wenn ihr vielleicht eure Tapete gestrichen habt. Das macht alles Einfluss aufs Licht. Genau, ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit Mond. Das ist so eine Art Nachtlicht. Das sieht man jetzt hier gar nicht. Das ist nahezu ausgeschaltet und dient wirklich so als Nachtlicht, falls jemand gar nicht ohne Licht schlafen kann oder so. Aber auch im Nachtlicht habt ihr die Möglichkeit, nochmal in dieser, in diesem fast ausgeschalteten Zustand das Ganze zu variieren. Hier im Studiolicht sieht man das jetzt fast überhaupt nicht, dass da überhaupt was angeschaltet ist. Ja, doch hier in der Mitte sieht man so einen ganz leichten Lichtkegel. Ansonsten hier unten nochmal die normalen Menünavigationen. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Lampe an- und auszuschalten. Dass wir das mal wieder ein bisschen mehr sehen. Machen wir mal das neue. Das Sonnenlicht an. Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Favoriten hinzuzufügen, und hier sind jetzt die verschiedenen Optionen. Da habt ihr auch direkt die Möglichkeit, in Angabe von Kelvin verschiedene Farbtemperaturen auszuwählen. 6500 Kelvin ist sehr bläulich. Tageslicht wird meistens so mit 5600 Kelvin angegeben. Also das wäre jetzt so das, ich sag mal, natürlichste Licht, was dem Sonnenlicht am nächsten kommen soll. Farbwiedergabeindex liegt bei den Lampen bei 90%. Das soll widerspiegeln, wie genau das Licht mit echtem Sonnenlicht, nenne ich es jetzt mal, vergleichbar ist. Zum Vergleich hier die Studiolampe, die mir auf den Hinterkopf scheint, oben hat einen Farbwiedergabeindex von 96, also noch mal ein bisschen höher, aber da handelt es sich auch einfach um professionelles Studiolicht, darf man natürlich auch nicht vergleichen, aber einfach, dass ihr da so ungefähr einen Mittelwert habt. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, hier nochmal die Favoriten anzulegen, den Timer einzustellen. Zeitpläne gibt es auch, also wenn ihr abends immer um, keine Ahnung, 22.30 Uhr ins Bett geht, könnt ihr halt einen Zeitplan einstellen, dass die Nachttischlampe auch schon einfach um 22.25 Uhr angeht. Also auch hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Nachtmodus habe ich vorhin schon gesagt. LAN-Steuerung ist für diejenigen von euch wichtig, die mit der Lampe noch etwas mehr machen wollen. Ich in meinem Fall möchte sie zum Beispiel in IO-Broker einbinden. Oder auch, dass sie von anderen, ich sag mal, Smart-Home-Systemen gefunden wird, dann müsst ihr das einfach aktivieren, aber das bekommt ihr dann auch in der jeweiligen Anleitung mitgeteilt. Ich habe es hier aktiviert. Firmware könnt ihr aktualisieren, ist in meinem Fall aber hier auf dem aktuellsten Stand. Und was auch noch wichtig ist, sind natürlich die Optionen, und zwar das Standardlicht. Das ist für mich eigentlich mit einer der wichtigsten Funktionen, auch bei meiner Esstischlampe. Hier könnt ihr nämlich einstellen, dass automatisch, wenn ihr die Lampe wieder neu einschaltet, das letztgewählte Licht wieder aufgerufen wird. Also sprich, wenn ich jetzt hier, ich habe mir zum Beispiel 5% reicht mir von der Helligkeit im Schlafzimmer, und das ist die Helligkeit, die ich einfach jedes Mal wieder haben möchte. Dementsprechend sage ich einfach, das möchte ich haben.
Und dann könnt ihr auch festlegen, ob die Lampe, wenn ein Stromausfall stattgefunden hat, ob die Lampe automatisch wieder sich einschalten soll oder eben nicht. Ich sage, wenn Stromausfall ist, soll die Lampe einfach ausgeschaltet bleiben und dann mache ich sie manuell wieder an. Genau, so viel zum Thema der App. Ich würde sagen, wir kommen jetzt noch mal ganz kurz auf die Sprachsteuerung zu sprechen. Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Sprachsteuerung zu sprechen. Ich hatte es eingangs schon gesagt, ihr habt die Möglichkeit, die Lampe sowohl mit Amazon Alexa als auch mit dem Google Assistant als auch mit Siri bzw. HomeKit zu steuern. Ich persönlich nutze Amazon Alexa, dementsprechend kann ich euch da auch am meisten jetzt zu erzählen, aber stellvertretend dafür könnt ihr das Ganze natürlich auch auf die anderen Sprachassistenten übertragen. Was ist bei der Sprachsteuerung wichtig? Ich habe es vorhin schon gesagt, gebt der Lampe einen eindeutigen Namen. In meinem Fall einmal Nachttischlampe links, einmal Nachttischlampe rechts und zusammengefasst in einer Gruppe als Nachttischlampen. Jetzt kann ich beide Lampen sowohl mit der Sprache bzw. mit Alexa anschalten und ausschalten. Ich kann die Dimmwert per Sprache weitergeben, also entweder 100%, 0% und natürlich alles, was dazwischen liegt. Und was auch möglich ist, ich kann auch noch das Ganze mit der Farbtemperatur per Sprache ändern. Wir haben jetzt die Lampe hier auf warmweiß und auf 100%. Wenn ich das Ganze jetzt ändern möchte, sage ich zum Beispiel, schalte die Nachttischlampen auf kaltweiß. Und wir sehen, die Farbtemperatur wurde geändert. Meine Alexa steht da im Hintergrund und hört mir zu. Genau, dasselbe geht auch noch wieder ins Warmweiß. Schalte die Vorführeffekt. Schalte die Nachttischlampen auf Warmweiß. Okay. Schalte die Nachttischlampen auf 10%. So, im Endeffekt ist das schon der Funktionsumfang mit den Sprachassistenten. Ich kann natürlich jetzt, ich habe beide immer im Plural mit Nachttischlampen in der Gruppe angesprochen. Ich könnte jetzt aber auch sagen, mach die linke Lampe auf warmweiß und 10% und die rechte auf kaltweiß und 100%. Also hier habt ihr die Möglichkeit per Sprache natürlich auch alle unterschiedlichen Variationen anzulegen, aber eindeutig per App habt ihr die meisten Funktionen. Also ihr habt es vorhin gesehen, ihr habt diesen Sonnenmodus, wo ihr alle Farbtemperaturen in so einem Farbverlauf selbstständig festlegen könnt. Per Sprache könnt ihr warmweiß, kaltweiß steuern, was schon mal sehr gut ist. Und dementsprechend würde ich sagen, so viel zum Thema der Sprachassistenten. Kommen wir jetzt zum Fazit. Kommen wir jetzt noch zu einem kurzen Fazit meinerseits. Ich bin wirklich verliebt in diese kleinen Lampen. Nicht deswegen, weil ich sie kostenlos zum Test zur Verfügung gestellt bekommen habe, sondern einfach, weil ich schon viele andere Erfahrungen mit anderen Yeelight-Produkten gemacht habe und einfach die Qualität für sich spricht. Klar, die Lampe ist zum Großteil aus Kunststoff gefertigt. Das muss man mögen, aber das weiß man ja auch schon von vornherein. Nichtsdestotrotz ist die Verarbeitungsqualität wirklich extrem hochwertig. Einfach so, dass es mir gefällt. Deswegen, dort gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Auch das induktive Ladepad finde ich eine super Sache. Der Preis von 89,99, ich denke, das geht in Ordnung, wenn man sich jetzt eine, ich sag mal, nicht smarte Lampe kauft und dann da irgendwie noch ein smartes Leuchtmittel mit reinschraubt, was dann auch noch HomeKit-kompatibel ist, dann kommt man wahrscheinlich auch schon in ähnliche Preisregionen, was hier auf jeden Fall noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, beziehungsweise etwas, was es nicht so oft gibt, ist die HomeKit-Funktionalität. Das ist einfach was, was auch bei Steckdosen, Glühbirnen einfach immer noch mal wahrscheinlich aufgrund von Lizenzkosten extra kostet und das ist dann damit teurer. Ich finde, wir haben ja einfach ein rundes Paket. In dem Sinne würde ich auch sagen, dass der Preis absolut in Ordnung geht. Schaut einfach mal unten. Ich habe euch da die Produkte oder das Produkt verlinkt. Gegebenenfalls gibt es auch immer mal wieder etwas günstiger. Deswegen einfach mal schauen. Ansonsten hoffe ich, dass euch der kurze Test gefallen hat. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar unten in der Kommentarabteilung. Alternativ kommt doch einfach mal in unsere Beleuchtungsgruppe auf Facebook. Da ist eine große Community, da können wir uns über all mögliche Leuchtmittel austauschen. Wir sind schon eine kleine Community, 150, 160 Leute, aber stetig wachsen, da die Gruppe erst ein paar Wochen alt ist. Dementsprechend würde ich mich freuen, euch dort wiederzusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch. Denkt an die kleine Glocke da unten in der Ecke, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.